Auch in das neue Maschinenlevel habe ich hohe Hoffnungen. Robofabrik. Das ist der Name von Welt 9-7. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand die Maschinenwelt echt sehr gelungen. Vor allem die remixten Tracks. Die waren grandios. Ja, und ich überlege gerade, was man hier eigentlich Neues machen könnte. Denn bisher hat man immer eigene Ideen eingebracht, aber was ist denn noch nicht da gewesen und was passt zur Maschinenwelt? Ich bin sehr gespannt. So, diese Hühner hier, die haben eine eingebaute Bombe. Können wir direkt mal hier auf diese dreckigen Roboter schmeißen. Oh, Flammenwerfer? Gab es das im eigentlichen Spiel auch schon? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Will jetzt aber auch nichts Falsches behaupten. Am besten schreibt ihr in die Kommentare, ob es das gab oder nicht. Und was ist da denn los? Wird hier ein Cyborg gebaut oder was? Okay. Und das erste Puzzleteil liegt da einfach so rum. Quasi geschenkt. Ziemlich lame. Aber es ist auch das erste von 9. Ja, gerade angesprochen. Werde ich es gleich mal nutzen. Die Bombe der Hühner. Ja, kann gut sein, dass die Flammenwerfer hier neu sind, weil die kommen hier relativ oft vor. Auffällig oft. Und werden auch fies eingesetzt. Hier muss ich zum Beispiel blasen, um was zu bekommen. Allerdings nur Bananen, kein Puzzleteil. Lass mich durch. So. Und der Cyborg, der ist natürlich auch neu. Kann gut sein, dass der gegen Ende mich irgendwie abballern will oder so. Das wäre mal richtig geil, oder? Wenn ich den jetzt quasi hier zwangsweise zusammenbauen muss. Und dann am Ende stellt er sich als böse heraus. Hey, was haben wir denn da unten? Eine Münze. Und nicht nur das. Puzzleteil Nummer 2. Okay, weiter geht's. Verschwindet. Lasst mich in Frieden. Ihr Kentucky Fried Chicken, ey. Oh, ich war ja vor kurzem zum ersten Mal richtig beim KFC. Und muss echt sagen, teuer, aber richtig geil. Und die lügen nicht, wenn sie sagen, das ist frisch. Bei denen stimmt es wirklich. Im Gegensatz zu Burger King oder McDonald's. Ach, wie komme ich jetzt da durch, bitteschön? Was zum Teufel? Man muss im richtigen Moment springen, aber das ist echt sehr schwer zu timen. Jetzt. Oh, ohne Didi erst recht. Was war denn das? War da links gerade ein Secret? Aber kann eigentlich nicht sein, weil man sich nicht bewegen kann, während man von einem Fass nach oben geschossen wird. Naja gut. Oh! Da ist der Cyborg wieder. Bekommt er jetzt Arme und... Ne, Beine hat er schon. Arme vielleicht. Tatsächlich. Ohoho! Ich will nicht von dem verprügelt werden. Und wieder bekommen wir ein Puzzleteil geschenkt. Alles klar. Das dritte und der erste Checkpoint wartet. Bisher ist das Level ganz amüsant, aber ehrlich gesagt nichts Besonderes. Also was wirklich Auffälliges gab es bisher nicht. Das vermisse ich aktuell noch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass gegen Ende der Cyborg eine wichtige Rolle spielen wird. Nicht umsonst baut man da Spannung auf. Aber DK kann auch nichts machen. Er muss ihn zusammenbauen, sonst kommen wir ja nicht weiter. Das sieht zu gefährlich aus. Ich traue mich nicht wirklich. Ja, weg da, weg da, weg da, weg da. Da gibt es nur Bananen. Weiter. Ja! Oh mein Gott. Und durchs Fass. Jetzt bloß nicht zerstampft werden. Oh nee. Ich wollte die Banane haben. Weil, ah ja, 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 ja. Das war gleich so auffällig, dass da nur eine einzige Banane ist. Kann ich nicht glauben. Und letzten Endes gibt es da ein Puzzleteil. Coole Idee. Das war auch nicht ganz einfach. Ja, jetzt wird's Level besser. Jetzt kommt ein bisschen Schwierigkeit rein. Risiko kommt rein. Und jetzt kommt dann wohl der Kopf hinzu. Das wird wohl ein Cyborg-Affe. Ich bin schon ganz gespannt, was der jetzt machen wird. Ein Roboter Donkey Kong. Nächstes Puzzleteil. 6 von 9. Und ein Checkpoint. Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir Ärger mit dem. Oh oh. Ach komm, was willst du denn, Frankenstein? Ich hab dir das Leben geschenkt. Warum wendest du dich gegen Familie? Luigi, was soll das? Ja, haut ab.
Wie jetzt? Ist alles ein wenig verwirrend gerade. Stampf, stampf, stampf. Ist hier etwas? Nö. Aua! Mein Fell wird abgefackelt. Das finde ich nicht toll. Lass mich mal weiter hier. Aua! Entweder ich werde von den Spitzen zerstochen oder verbrannt. Ich weiß nicht, was besser ist. Beides nicht so mein Ding. Na, wo ist denn der Roboter jetzt hin, Mensch? Versteckt er sich? Um dann zuzuschlagen, wenn ich nicht mit ihm rechne? Dreist. Oh nein. Oh nein. Das ist auch ein bisschen krank. Erst recht ohne Diddy. Verdammt nochmal. Ja, gegen Ende hin wird es echt richtig schwer. Jetzt bloß hier keinen Fehler machen, weil ich glaube, da stirbt man sofort. Oh. Jesus. Da ist er. Oh oh. Was macht er? Blöd gucken. Ja, mein Freund. Oh! Puzzlefell Nummer 7. Wir sind jetzt halt aus der Maschine raus. Aus der Fabrik raus und kriegen es jetzt wohl. Hä? Mit niemandem mehr zu tun? Hier ist das Ziel? Verdammt. Mir fehlen nämlich zwei Puzzleteile. Jetzt greift er doch noch an. Chill! Ja, wobei, letzten Endes hilft er mir nur. Verdammt, aber die zwei Puzzleteile sind definitiv weg. Ich hoffe, ich kann noch eins bekommen, indem ich hier alles einsammle. Weil dann hätte der Roboter einen Sinn. Nee. Der dient dann wohl doch nur zur Dekoration. Okay, also keine weltbewegenden Neuerungen, aber trotzdem ein akzeptables Level. Wo die zwei Puzzleteile sind, das sehen wir jetzt auch gleich. Ich habe mal wieder keine Ahnung. Die müssen wirklich gut versteckt sein. Oder ich war blind. Ich will es ja nicht ausschließen. Ja, also zu dem ersten kann ich eigentlich nur sagen, holy shit, wer sieht denn sowas? Seriously? Da oben ist ein Bonus. Oh Mann, geh mir voll einen Lattenschuss. Und dann auch noch ein innovativer. Also erstmal nach oben und dann, während man mit den Aufzügen nach unten fährt, die ganze Chose einsammeln. Hier könnte man allerdings auch ein ernsthaftes Zeitproblem bekommen. Was bei den anderen Bonusleveln ja nicht so wirklich der Fall ist. Trotzdem ruhig Blut, dann wird schon alles gut gehen. So. Genau. Und auch das Letzte, das uns fehlt, ist eins von der Kategorie. Oh, man. Das allseits beliebte Sammle-Alles-Ein kommt hier wieder auf uns zu, und zwar an keiner anderen Stelle als dieser. Wahnsinn, oder? Oh Gott. Also, schön hochschießen. Oh, mit Didi sind natürlich chilliger. Aua. Der ist allerdings gleich weg. Wenn es so weitergeht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und rüber. Und hier noch. Noch ein bisschen höher. Na toll. Die willst du noch? Hol sie dir. Donkey Kong. Jetzt hat er es geschafft. Da erscheint es. Ja, das war auch wieder ein wirklich langes und gutes Level, auch wenn es keine Neuerungen gab. Ich denke, dem kann man ruhig einen Daumen hoch geben. Mir hat's gefallen. Nun bleibt noch ein neues Level, nämlich das für die Lava-Welt. Und dieses sehen wir bald hier bei den neuen Leveln von Donkey Kong Country Returns 3D.